Rundfunkbeitrag auch für Menschen mit Grundsicherung oder ALG II? Darum geht es im heutigen Video. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Rechtsanwalt. Es geht um das Thema GEZ, Rundfunkbeitrag, hatten wir schon öfter hier besprochen. Ich sage ja immer gerne noch GEZ, weil ich diese Beitragsservice, Umbenennung, Geschichte ja nicht so mag, dass man jetzt immer die Sachen einfach anders nennt, den gleichen Quatsch sozusagen, und dann damit versucht, dem Bürger das irgendwie mundgerechter zu machen. Aber nichtsdestotrotz haben Verfassungsgericht und Bundesverfassungsgericht und EuGH das ja abgesegnet. Und jetzt geht es um die Frage, wie sieht es denn aus für Menschen, die bedürftig sind, die Menschen, die jetzt wenig Geld haben, also Grundsicherung oder Arbeitslosengeld, zwei beziehen. Da ist es so, Sie können sich von der Rundfunkbeitragspflicht befreien lassen, müssen einen entsprechenden Antrag stellen, und soweit dann der Bescheid trotzdem ergeht, empfehle ich, Widerspruch einzureichen. Es ist hier so, dass es reicht, dass einer der Partner im Haushalt, die zusammen in einem Haushalt wohnen, einer der Partner bei Lebensgemeinschaften und bei Ehen befreit ist, damit auch der andere befreit ist. Ganz wichtig. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.